Sehr geehrte Damen und Herren. Moment mal, hier geht es doch um Reisen, um Abenteuer, Rätseln und Spaß. Dann kommt mal mit. Ah, schon besser. Also, Neugier auf die Welt, so heißt sie. Die neue Videoserie, die ich vor ein paar Wochen ins Leben gerufen habe. Jeder Dreh ist für mich eine Art Mikroabenteuer. Ich hatte das große Glück, gleich zu Beginn mit wirklich spannenden Leuten zusammenzuarbeiten. Mit Leuten, die brennen für das, was sie tun und die etwas mit völliger Hingabe machen. Markus Rill zum Beispiel, ein Sänger und Songwriter aus Frankfurt am Main. Mit ihm haben wir am Rand einer Straße gedreht. Im Hintergrund waren Autogeräusche zu hören. Ab und zu kam eine Joggerin vorbei. Aber sobald die allerersten Töne kamen, war das alles weg. Ausgeblendet. Dann hörst du diese Worte, vorgetragen mit einer leicht rauchigen Stimme und bist sofort in einer anderen Welt. Du stehst mitten an einer belebten Straßenecke, aber in diesem Moment, da bist du in der Musik. Das muss man erst einmal können. Oder Isabella Blum. Die kommt auf dich zu, macht ein, zwei Schritte und dir ist klar, das ist eine Tänzerin. Mit Isabella haben wir in einer Art Garage gedreht und sie hat Dinge mit ihrem Körper vollbracht, von denen ich gar nicht wusste, dass das überhaupt möglich ist. Vor allem bringt sie den Eigensinn, die Leidenschaft und auch die Rebellion der Maya von Goya im Video Mayas Geheimnis genau auf den Punkt. Einige haben mich gefragt, warum ich in diesem Video eigentlich nicht tanze. Das läge in gewisser Hinsicht zwar nahe, aber glaubt mir, ihr wollt mich nicht wirklich tanzen sehen. Es ist in jeder Hinsicht besser, wenn Isabella das macht. Ja, und dass Raul Tedeschi ein überzeugender Kämpfer ist, dass er Muay Thai und Mixed Martial Arts beherrscht, das habe ich ja nun am eigenen Leib erfahren. Zum Glück hat Raul Rücksicht auf mein Alter genommen. Von ihm werden wir in Zukunft noch einiges hören. Da bin ich mir sicher. Dieses Jahr wird der Hammer. Ihr werdet sehen, wie mich eine junge Fußballerin austrickst und wie ich senkrecht eine Hauswand hinunterklettere. Wir werden noch einige spannende Videos veröffentlichen. Doch um diese Videos sehen zu können, solltest du jetzt auf Abonnieren klicken. Also wirklich, jetzt. Auf geht's. Ach, schon besser. Alle Videos werden wie immer unterschiedlich sein. Aber eines ist ihnen allen gemeinsam. Sie alle zeigen die Neugier auf die Welt.